Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Wir sind hier wieder in Burgliebenau. Und hier am Bahnhof ist ganz schön was los, sehe ich gerade. Was war denn unsere Stadtbuslinie? Was mir mal einfiel, ich habe bei den anderen Let's Player mal ein bisschen reingeguckt, man könnte auch hier diese Linien nochmal umschreiben. Anstatt Linie 1 könnte man dann hier sagen, was sind das? Hauptstrecke. Oder so. Dann wissen wir nämlich schon mal. Ah, okay. Da wissen wir schon mal, dass es nicht funktioniert. Haupt. Ich sag immer. Hauptstrecke. So, jetzt. Das könnte man mit einigen Linien so machen, weil irgendwann blickt man nicht mehr durch. Wo ist denn die Linie 10 zum Beispiel? Wie hieß denn die Stadt hier? Zehntweg. Wir müssen eh mit den Linien ein bisschen sehen, dass wir das noch ein bisschen anders gestalten. Das ist alles noch nichts so richtiges hier. Wo das hier mit den Gütern läuft, gut. Wir können noch mal kurz blicken. Was wollten wir denn machen? Wir haben jetzt von hier hinten schon angeschlossen den Personenverkehr rüber, dorthin und dahin. Das soll dann hier noch weitergeführt werden. Über Kitting bis hier unten hin. Genau, dann sollte es hier diese Linie geben, die hier oben durch den Berg durch. Genau. Hier rüber geht. Und dann mal sehen, die jetzt werden, ja. Und Schwarzenborn. Weiß ich gerade auch noch nicht so richtig. Das könnte man mit Fernbuslinien anschließen. Das ist ohne Möglichkeit. Hier warten übelst viele Leute. Nur eine Linie macht gerade Minus. Linie 11, wo ist die? Ach, das ist bestimmt hier die... Ah ne, das ist die Güterlinie. Na gut, es war klar, dass die eine ganz Plus macht. Aber wartet einiges. Hier ist ja voll. So, hier fährt er. Oh, was ist denn hier passiert? Moment. Was hat's denn hier zu hauen? Wo willst denn du hin? Die warten beide auf freie Wege, warum? Wartet mal. Man könnte mal hier versuchen. Signal hinzustellen. Muss sehen. Ja. Jetzt fahren sie beide los. Ist natürlich blöd, dass man ja ein bisschen Verspätung jetzt reingefahren hat, ne? Und vor allen Dingen, dass die Züge zu nah aneinander sind. Alles etwas blöd gelaufen. Hier ist ganz schön was los auf diesen kleinen Stückeln, ne? Da muss auch noch kurz abwarten. Jetzt klingelt das Telefon. Oh, jedes Mal, wenn ich aufnehme, klingelt das Kacktelefon. Boah, geht's ja ganz schön auf, sehe ich gerade. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kann er mit Pfeiltasten bewegen.
Alter, guck dir die Strecke an, jo. Ui. Na, es sieht schön schick aus. Landschaft ist zwar ganz schön kahl, muss man schon sagen. Aber es geht. Da quält sich ja richtig hoch, wie schnell fährt denn der? 26 plus. Tatsächlich, die kommen also nicht schnell genug hier hoch. Und gleich macht er noch einen Gleiswechsel. Ja, wenn das gut geht. Super sieht das aus. Entschuldigung, ich musste gerade kurz abbrechen hier, was? In der Zwischenzeit ist mein Zug schon ganz schön weit gefahren. Nee, aber wir machen heute mal weiter. Ich weiß auch bloß noch nicht, mit Güter oder Person. Wollen wir erst alle an Personenverkehr anschließen? Eigentlich war nicht mal so unschlau, ne? Ich glaube, das machen wir. Ah, hin dazu geht's ja auch noch dann, habe ich ganz vergessen. Ne, wir machen erst die linke Flussseite komplett. Und zwar würde ich sagen, schließen wir den Zug hier hinten noch. Ne, das ist ja auch Blödsinn. oder wir machen doch erst die Güter. Also, warte mal, die Stadt, die wird von uns von Gütern versorgt. Ne, genau. Fahren die eigentlich alle voll, ja? Nee. Okay, jetzt tun wir mal wenden. Fährt der erste voll? 3 von 4. 3 von 4. 4 von 4. 4 von 4. 4 von 4. 0 von 4. Das heißt, du... Und zurück. Haben den Takt gerade ein bisschen verbessert, glaube ich. 3 Minuten. Nur die Güterlinie machen zurzeit Minus, ne? Ist etwas blöd. Na, hier fährt zu wenig drauf. Ich müsste hier mehr Züge drauf fahren. Wo ist die ungefähr die Mitte? Von da hinten? Hier? Hier, oder ist ungefähr die Mitte der Bahnhof hier, ne? Das heißt, man könnte sagen, wir weichen hier aus. Was? Dann machen wir hier so eine Kreuzungsstelle. Ich denke, das sollte klappen. So und so, dann gucken wir, ob die Linie richtig eingestellt hat sich. Genau, hat sie. Und dann schicken wir da jetzt noch so einen Güterzug drauf. Züge kaufen, nehmen wir nochmal so eine. Und Güterwagen, wie viel fahren da schon drauf? 5. Und der fährt nicht ausgelastet, oder? Kaufen wir 1, 2, 3, 4. Und check den jetzt noch auf die Linie 11, müsste es sein, ne? Ich hoffe es zumindest, oder? Linie 11. Genau, Linie 11. Sind wir schon auf 9-Minuten-Takt runter. Ist schon ein bisschen besser geworden. Muss ja nur noch rausfahren hier. Tschut, 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 tschut. Kann man irgendwann mal noch mehr Wochen anhängen, wenn es sein muss. Ich stehe hier hinten.
14. Wenn da jetzt noch 14 stehen, ist der andere Zug da voll oder was? Nö. Ja, wenigstens zwei. Zwei ist besser als gar nichts. So. Was sind das hier? Da habe ich mal zwei Erzberg. Ja, Erz ist das, ne? Güterbedarf gedeckt 25. Woher kommen denn die Güter? Vom Öl! So, frisch. Ne, du musst es, ne? Wie steht hier rum? 20 wartend. Oh, hier gerade Action. Hey, die befördert das alleine ohne uns. Sollen das auch mit uns befördern? Die sind jetzt erst da hier. Und jetzt erst wieder zurück. Eieiei. Aber die zwei sind voll, oder? Ja. Das hat sich gelohnt, die umzudrehen.